Radio SAW deckt auf. Die kleinen Geheimnisse des Alltags. Tja, warum heißt das alter Schwede und nicht alter Finne oder alter Norweger, um jetzt mal in Skandinavien zu bleiben? Möglicherweise kommt es daher, dass der sogenannte große Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges altgediente schwedische Soldaten als Ausbilder für das preußische Heer angeworben hat. Die Soldaten waren alle schon etwas älter und hatten viel Erfahrung, waren also prima als Ausbilder geeignet und ihnen wurde der nötige Respekt entgegengebracht. Wenn ihr also mit alter Schwede begrüßt werdet, dann könnt ihr davon ausgehen, dass man Respekt vor euch hat. Oder aber, dass euer Gegenüber schlicht und einfach euren Namen vergessen hat. Radio SAW deckt auf. Die kleinen Geheimnisse des Alltags. Auch jederzeit zum Nachhören in unserer Mediathek auf radiosaw.de.